Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich bin KA und heute stelle ich euch den Playmobil-Katalog von 2020 vor. Der ist übrigens gültig von August 2020 bis Dezember von 2020. In diesem Katalog befinden sich sehr viele Neuheiten, die für den einen oder anderen sehr interessant sind. Ich würde sagen, los geht's! So, die ersten zwei Seiten sind nicht ganz so spektakulär, denn da sind nicht viele neue Sachen dabei. Hier ist nun wieder ein Gewinnspiel. Da müsst ihr wieder die Buchstaben finden, die in diesem Katalog sich verbergen und die dann richtig eintragen, um eines dieser coolen Baustellensets zu gewinnen. Also macht gerne mit! Dann haben wir hier Playmobil 1, 2, 3. Hier wird ganz kurz erklärt, welche Stufen für welches Alter da sind. Außerdem gibt es auf der nächsten Seite sehr viele neue Sachen für die kleinen Kinder, wie zum Beispiel diese voll süßen kleinen Sets von den Elfen und Feen. Also sehr, sehr süß gemacht, finde ich persönlich. Genau. Ansonsten gibt es auch nicht ganz so viel Neues für die Kleineren. Hier mal ein kleiner Junge mit Pony. Aber im Großen und Ganzen keine großen neuen Sets. Dann blättern wir mal weiter. Natürlich kommen erst die Jungseiten. Das kennt man ja. Aber hier haben wir was Neues. Und zwar gibt es das Data Pack. Das ist das Set, wenn man von im Alter von 3 Jahren in Playmobil einsteigt. Von Playmobil 1, 2, 3 zum Starter Paket, zum älteren Playmobil wechselt, wo man ja ab 3 oder ab 4, je nachdem, welches Alter man ist, einsteigt. So, die ersten Seiten beginnen natürlich wieder mit den Jungsthemen. Was wir aber jetzt als neues Thema für Mädchen und Jungs haben, befindet sich hier das Starter-Paket, wenn die kleinen Kinder mit Playmobil 1, 2, 3 nicht mehr spielen, sondern rüberwechseln zu Playmobil ab 4 Jahre, können sie das hier schon ab 3 Jahre benutzen, denn das ist das ideale Einstieg in die Playmobil-Welt mit altersgerechten Zubehör ab 3 Jahren. Also auch sehr cute gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wer sich das alles kauft. Welche kleinen Kinder von euch. Ansonsten gibt es Mitte Dezember 2020 für die Jungs ein Promo-Pack. Das ist was mit Feuerwehr. Das ist eine limitierte Auflage, solange der Vorrat reicht. Dieser coole Feuerwehrauto kostet Löschfahrzeug und Feuerwehreinsatz mit Löschfahrzeug kostet 77,97 Euro. Ein stattlicher Preis, würde ich mal so sagen. Aber ich denke, irgendwo in anderen Läden wird es auch günstiger es geben. Ansonsten der Porsche, Feuerwehr Porsche, den gibt es ja schon etwas länger. Dann gehen wir rüber zu dieser Seite, Feuerwehr, das kennt man ja auch schon alles. Da hat sich nicht sehr viel verändert. Weiter zu Polizei und City Action. Da hat sich eigentlich auch nicht so richtig viel verändert. Außer die limitierte Auflage von City Action. Ich zeig's euch mal. Huch. Genau. So, jetzt sind wir bei City Action, Action auf der Großbaustelle angelangt. Hier gibt es ab Mitte September 2020 neue Radschaufler und Bagger von Playmobil. Sehr cool. Und ja, wir gehen zur nächsten Seite rüber. Diese Seite ist nicht so neu. Das allerneueste Thema ist jetzt für Jungs, aber auch für Mädchen wohl interessant. Eine Stuntshow. Sicherlich haben vielleicht ein paar von euch schon mal eine Stuntshow live gesehen. Das ist viel mit viel Action gemacht. Und ja, oder auch Stuntfilme sich angeschaut, wo es extra Stunt-Leute gibt, die spezielle gefährliche Sachen machen. Das ist natürlich deren Beruf. Genau. Da gibt es jetzt verschiedene Fahrzeuge. Monster Truck Shark oder auch eine Werkstation für die Stunt-Fahrzeuge. Also sehr viel Stunt-Sachen. Natürlich gibt es auch schon eine Playmo Friends Vorschau für Mitte Januar 2021. Die neuen Figuren, die jeweils 2,99 Euro kosten. Natürlich gibt es auf dem Noble More Film wieder neue Sets. Der Kampf geht weiter. Also interessant für die Leute, die
gerne den Film weiterspielen wollen, gibt es die Sets Mitte August 2020. August ist ja schon vorbei, also ja, gibt es die schon zu kaufen. Und natürlich gibt es auch neue Sets von Scooby-Doo, die Ende August erhältlich sind. Es ist ja fast August rum, also ja, sind sie jetzt schon erhältlich. Von dem Thema Back to Future gibt es einen richtig coolen Adventskalender zu kaufen. Der ist natürlich Anfang September erhältlich. Und der ist mega, mega cool, finde ich persönlich. Weil da natürlich auch Emmett Brown und McFly dabei sind und viele weitere Figuren. Außerdem gibt es Anfang Dezember 2020 diese coolen Spielboxen. Einmal Piratenabenteuer, orientische Prinzessin. So ein bisschen Aladdin und Jasmin-artig von Disney, könnte man auch sagen. Dann für die Meerjungfrauen und auch natürlich was für die Dino-Entdecker. Mitte Dezember gibt es natürlich dann auch wieder einen coolen Vergnügungspark, der in rosa sogar diesmal gestaltet ist mit türkisen Farben, also frohe Farben. Eine kleine Kirmes auch genannt. Auch eine limitierte Auflage, solange der Vorrat reicht. Der Preis wäre jetzt 77,97 Euro, aber ich denke, auch da wird es in anderen Läden das vielleicht auch günstiger mal geben. In unserem Stadtleben, City Life, da gibt es natürlich wieder neue Geschäfte, wie zum Beispiel einen Burgerladen mit Drive-In, also sehr, sehr cool. Den werde ich mir auf jeden Fall holen von Playmobil. Vielleicht gibt es hier auch mal wieder einen Rabattgutschein. Außerdem eine Kinderarztpraxis im Stadtpark und Picknick im Park. Alle Sets sind Anfang Dezember 2020 erhältlich. Die Vorschau für Ende Januar 2021, die neue Fühltüten-Serie, Überraschungstüten. Wir fühlen ja immer die Tüten, deswegen wissen wir auch immer, was drin ist. Und wir hatten auch noch nie eine falsche Tüte. Wer das erfüllen kann, hat ein paar mehr Chancen, die richtige Figur zu bekommen. Die kosten natürlich wieder 1,99. Das ist die Serie 19. Anfang Dezember 2020 gibt es einen magischen Zauberfee-See im Feenland. Ist auch eine limitierte Auflage und der Preis kostet 46,78 Euro. Ich auf die Serie Music World von Everdreamers. Die Vorschau gibt es schon Ende Januar 2021 zu sehen. Und diese Weihnachten gibt es dann auch sicherlich bei dem einen oder anderen, der sich das vielleicht sogar wünscht, vom Weihnachtsmann oder vom Christkind, dieses tolle Schloss geschenkt zu bekommen mit allen tollen Sets, die natürlich auch Mitte September erhältlich sind. Wie schon gesagt, in meinem letzten Video, was ich gedreht habe, könnt ihr auch gerne euch angucken, Playmobil griechische Götter. Diese griechischen Götter sind nur im Online-Shop erhältlich und nicht in diesem Katalog. Genau, und auch weitere Sets von den griechischen Göttern, wie ein griechisches Götterhaus bzw. Schloss, Burg, gibt es im Online-Shop. Also schaut auch gerne den Online-Shop an und es gibt auch viele weitere spannende Produkte dort. Und Spiele natürlich. Ich sag bis dahin und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich sag bis dahin, eure KA. Ciao!